Das ist der zweijährige Finn. Und das ist Nico, sein alleinerziehender Papa. Als er mit 19 Jahren erfuhr, dass er Vater wird, geriet seine Welt aus den Fugen. Ich war geschockt. Ich wusste nicht, was wird jetzt mit meinem Leben. Ich natürlich auch immer noch an den Gedanken gebissen, okay, hey, ich will das Kind nicht. Bitte treib's ab. Ich will keine Verantwortung tragen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Nico Peine ist 18, als er Maddie kennenlernt. Es ist ein Leben wie im Rausch. Wir feiern die ganze Nacht. Wir sind halt immer zusammen draußen unterwegs gewesen, haben Bier getrunken, ein bisschen Gras geraucht, Ecstasy-Tabletten geschmissen. Und ich habe mir da zu dieser Zeit natürlich auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe mich einfach darauf eingelassen, habe die Drogen auf mich wirken lassen. Natürlich hatte ich auf jeden Fall Spaß. Ich war nie alleine. Wir hatten immer Freunde um uns drumherum gehabt. Dann wird seine Freundin schwanger. Ungeplant. Nach 6 Monaten Beziehung. Sie will das Kind, er nicht. Sie war natürlich der festen Überzeugung, ich will das Kind behalten. Und ich habe mich natürlich auch überreden lassen. Und dann ist das Baby da. Und die beiden Teenager hoffnungslos überfordert. Vor allem Maddie wächst die Verantwortung über den Kopf. Und dann hat sie gemeint gehabt, sie schafft es nicht mehr. Sie ist überfordert mit dem Kleinen. Sie will den Kleinen abgeben ans Jugendamt. Damit ein Obhut kommt bei einer Pflegefamilie. Doch Nico bringt das nicht übers Herz. Er will seinen Sohn behalten und sein Leben ändern. Ich habe halt gesagt, ich lasse das so nicht auf mich sitzen. Das mache ich nicht. Finde es mein Ein und Alles. Ich werde um ihn kämpfen. Und wenn ich dafür auch in eine Mutter-Kind-Einrichtung gehen muss. Unterstützt wird Nico vom Jugendamt. Er bekommt mit Finn einen Platz in einer sogenannten Mutter-Kind-Einrichtung. Hier soll er mit Hilfe von Pädagoginnen wie Miriam Elsässer lernen, sein Leben und den Alltag mit Baby zu meistern. Gehen wir jetzt was essen? Okay. Gehen wir kochen? Essen machen? Essen kochen. Männer mit 19 Jahren, die haben jetzt nicht unbedingt in der Regel ein Kind, das sie alleine aufziehen. Man hat es schon gemerkt mit der Zeit, dass ihm schon auch ein bisschen dieses alte Leben auch fehlt. Ich meine, diese feste Zeiten, die man mit dem Kind hat und die das auch das Kind vorgibt, das dann morgens früh aufwacht und ich muss meinen kompletten Tagesablauf nach diesem Kind abstimmen, das ist schon auch so ein bisschen ihm am Anfang auch schwer gefallen. Feste Strukturen im Alltag, klare Ansagen bei der Erziehung. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Immer wieder stößt Nico an seine Grenzen, doch er kämpft sich durch. Hier in der Einrichtung ist er der einzige Vater neben 3 jungen Müttern mit ihren Babys. Damit kommt er gut klar. Er war nicht so aufgedreht wie die Mädels, hat nicht so rumgekichert oder so. Also er hatte da so als Mann war er, hat er schon auch Ruhe ausgestrahlt, was dem ganzen Gruppengeschehen auch sehr gut getan hat. Januar 2021. 2 Jahre leben Nico und Finn jetzt schon in der Mutter-Kind-Einrichtung. Der junge Vater muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Er hat eine kleine Wohnung für sich und seinen Sohn gefunden. Morgen wollen die beiden umziehen. Möchtest du mir helfen? Für mich heißt der Umzug auf jeden Fall, dass ich jetzt so einen gewissen neuen Lebensabschnitt für mich habe. Weil erstens, ich hatte noch nie eine eigene Wohnung. Zweitens, ich bin jetzt mal wirklich so richtig auf mich alleine gestellt, wenn es jetzt mal darauf ankommt. Ich meine, bisher hatte ich immer so die Gewissheit, dass ich Rückendeckung hatte, wenn mal was wäre. Nein, 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 nein. Der Karton ist hier schon gerissen, mein Freund. Es muss jetzt nicht sein. Man soll ja selbstständig werden und das habe ich erreicht und darüber bin ich auch froh. Deswegen heißt es, ich bin weg. Nur Finn scheint es mit dem Auszug nicht ganz so ernst zu nehmen. Nein, Finn. Nein, nein, nein. Wollen wir das wieder alles rausschmeißen? Oh nein, backen. Backen, backen, backen. Das ganze Lego muss jetzt in den Karton, okay? Guck, der versteckt sich jetzt so viel. Weg ist der Fisch. Hihi. Endlich. Ja. Bumm. Dann das Abschlussgespräch in der Mutter-Kind-Einrichtung. Nico scheint organisatorisch alles im Griff zu haben. GZ, genau, da habe ich mit denen abgeklärt gehabt, dass ich sobald nach meinem Einzug in der Wohnung, sobald ich weiß, was ich da für ein Einkommen habe, dass ich das mit denen dann raten habe. Okay. Die Geschichte und die Entwicklung, die der Nico gemacht hat, die macht mich natürlich sehr glücklich. Die macht mich auch sehr stolz. Ich finde, er hat es super gemacht. Ja? Und wir würden uns wünschen, dass man vielleicht einfach auch diese Kindsväter
durchaus auch weiterhin ein bisschen in den Fokus nimmt. Es wird immer wieder Mütter geben, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, sich adäquat um ihr Kind zu kümmern. Und die machen das nicht schlechter und auch nicht besser als die Frauen. Dann macht ciao, ciao. Ciao, ciao. Mai 2021. 5 Monate nach seinem Umzug treffen wir Nico und Finn wieder in ihren eigenen kleinen 4 Wänden. Die beiden hatten es nicht leicht in den letzten Wochen. Haushalt, Jobsuche, Kinderbetreuung rund um die Uhr. Denn wegen Corona konnte Finn nicht in den Kindergarten. Ich würde jetzt mal sagen, man merkt, dass wir ein Männerhaushalt sind. Ich bin so ein Mensch, ich koche zwar gerne, aber den Saustall im Hinterher, den macht man natürlich nicht so gerne weg. Und da bleiben die Töpfe und Teller mal so lange liegen, bis ich merke, ich habe keine mehr. Und dann muss ich alles auf einmal machen. Das ist meine Schwäche. Und dass ich mich inzwischen sehr schnell reizen lasse. Ich meine, das ist auch irgendwo verständlich, gerade durch Corona. Das Schwierigste im Alltag, finde ich, ist, ein Ventil zu finden, um einfach so diese schwere Last, die man irgendwo dauerhaft hat, irgendwo rauszulassen. Heute ist Finns Oma zu Besuch. Mandy Gillert wohnt bei Pforzheim, 1,5 Autostunden von Heilbronn entfernt. Dennoch versucht sie, ihren Enkel und ihren Sohn regelmäßig zu besuchen. Sie ist selbst mit 19 Jahren Mutter geworden und weiß, was das bedeutet. Am Anfang hat sie Nico so gar nichts zugetraut. Ich habe wirklich gedacht, er ist nicht so weit und wird sich niemals um das Kind kümmern. Da war alles andere wichtiger, was man so in der Jugend macht, als wie die Entwicklung eigentlich zu einem Papa. Aber er hat sich dann zusammengerissen und hat wirklich gesagt, ich packe es, ich will ihn und fertig. Also er hat dann Verantwortung übernommen. Heute hat Nico einen Termin bei der Familienhilfe. Tschüss, Finn. Damit er in Ruhe zu dem Treffen kann, passt die Oma auf den Kleinen auf. Seit Nikos Auszug aus der Mutter-Kind-Einrichtung wird er ambulant betreut. Sozialpädagoge Eberhard Kranich berät Nico bei Alltags- und Erziehungsproblemen und will ihm helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Wir erleben ja auch viele junge Leute, die sagen, ich will keine Jugendhilfe. Er wollte es, er hat es in Anspruch genommen. Und ich denke, er zieht für sich die Vorteile raus. Und dann ist ja noch die große Herausforderung, er möchte ja beruflich aktiv werden. Und dieses beruflich aktiv werden muss er ja dann auch in Einklang bringen mit dem, dass er alleinerziehender Vater ist. Und von daher denke ich, er hat einige Aufgaben, aber ich traue ihm das voll zu, dass er das hinkriegt. Mit der Zeit kommt die Routine. Nico gelingt es immer besser, seinen Alltag als alleinerziehender Vater zu meistern. Das freut besonders seine Mutter. Also ich habe nie gedacht, dass der Nico so ein super Papa ist. Er hat sich super entwickelt und ich bin so stolz auf ihn. Und der Kleine, super Entwicklung, perfekte Dreamteam. Nico hat mit 19 Jahren eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Er hat Verantwortung übernommen, für sich selbst und für sein Kind. Es war die richtige Entscheidung, sagt er. Finn bedeutet mir wirklich mehr als mein eigenes Leben. Mit ihm fängt der Tag an, mit ihm hört der Tag auf. Er sieht mich einfach als diese Vaterfigur. Und ich sehe mich einfach als die Figur, die ein Vorbild sein möchte. Das sind einfach diese zwei Punkte, die einfach miteinander harmonieren. Also könnte man es eigentlich so nennen, dass mein eigenes Leben ihm das Wichtigste ist, was er hat. Genauso wie auch umgekehrt, dass er für mich einfach das Wichtigste ist, was ich jemals in meinem Leben habe.